Mit der Closing Night und den Preisvergaben wurde heute das 21. Internationale Filmfest Oldenburg beendet. Gab es denn Glückstränen gerade? Oh ja, die Gewinnerin Viktoria Schulz hat tatsächlich ein paar Tränen verdrückt. Die beste Darstellerin, die den Seymour Cassell Award in diesem Jahr gewonnen hat. Wie schön ist das, oder? Also es gab aber auch bei allen anderen große Emotionen. Das ist so was, glaube ich, ganz wertvoll ist, wenn man das miterlebt. Wunderbar. Welchen Film hat denn das Publikum honoriert? Ja, den Publikumspreis hat ein tschechischer Film gewonnen, der heißt Hani. Finde ich auch ein irre toller Film. Und wie oft in den letzten Jahren hat das Publikum sich für einen Film entschieden, von dem ich denke, dass der durchaus so ein bisschen... das ist so ungewöhnliches Kino, das was ausprobiert. Und das hatten wir hier schon öfters in Oldenburg, wo das Publikum sozusagen nicht das durchschnittliche, vielleicht haben wir das auch gar nicht im Programm, das durchschnittliche. Also, dass die Oldenburger sich für Sachen entscheiden, die so ein bisschen gewagter sind, die ein bisschen was Neues zeigen. Und das gibt mir eigentlich auch immer ein ganz gutes Gefühl, weil das ist ja alles, wofür wir uns so, worum wir uns bemühen, also dass wir sozusagen so ein Kino, eine Plattform geben, was so ein bisschen neue Blickwinkel aufmacht. Und das scheint hier zu funktionieren. Die Menschen stimmen aber mit den Füßen ab. Wie sind denn die Zahlen? Gibt es schon welche? Waren die Kinosäle ausgebucht? Ja, wir haben sozusagen gestern Abend, heute Vormittag so einen ersten Überblick uns verschafft. Und wir haben in etwa dieselben Zahlen wie im letzten Jahr. Wobei, was man dann berechnet ist, sind die Umsatzzahlen und als erstes. Und das würde bedeuten, wir haben in etwa wieder zwischen 14.000 und 15.000 Zuschauer erreicht. Es ist aber so, wir haben in diesem Jahr diese Eröffnung mit 1.200 Zuschauern gehabt. Das ist eine Ecke mehr als im letzten Jahr. So, das heißt, wir hatten vielleicht ein paar weniger Zuschauer über die 4 Tage. Aber im Ganzen hat es sich in etwa die Waage gehalten. Also es ist eigentlich wieder sehr erfolgreich gewesen. Kann es daran liegen, dass der German Independent Award in diesem Jahr nicht verliehen werden konnte? Das kann gut sein und das müssen wir uns mal so im Detail angucken. Natürlich hat das so einen besonderen Reiz, dass man dann diese Filme ganz besonders auch guckt. Und es waren wohl im letzten Jahr mehr Vorstellungen ausverkauft als in diesem Jahr. Es kann aber auch daran liegen, dass wir vielleicht ein bisschen in der Programmauswahl vielleicht auch ein bisschen gewagter agiert haben, weil wir hatten zum Beispiel 4 Dokumentarfilme im Programm. Die sind immer ein bisschen schwieriger. Das ist leider so. Das waren aber so schöne Filme, dass wir gedacht haben, die müssen wir zeigen. Und die haben dann nicht so leicht ein volles Kino. Das kennt man ja. Aber das Programm, was wir machen, muss auch nicht zwingenderweise immer einen vollen Saal haben. Das ist uns schon klar. Bist du denn guter Hoffnung, dass im kommenden Jahr der Preis wieder verliehen werden kann? Im Moment bin ich total guter Hoffnung. Da möchte ich auch alles dran setzen. Denn das ist klar, wenn man das einmal aussetzt, ist das vielleicht noch sozusagen auch ein Ausrufezeichen, was logischerweise auch ein Hintergedanke dabei war, aber letztendlich auch eine Notwendigkeit. Aber wenn das ein zweites Mal nicht mehr stattfindet, dann glaube ich kaum, dass es irgendwann mal wieder auf die Beine gestellt werden kann. Dann ist es irgendwann durch. Und das hat schon auch gefehlt, denn so einem Festival fehlt auch so eine zentrale Kraft von diese Jury, die hat halt irgendwie immer was bewirkt, auch unter den Filmemachern, unter den Gästen. Und das haben wir in diesem Jahr so ein bisschen ausbalanciert, weil wir mit Sean Young, die so kurzfristig als Ehrengast noch gekommen ist und wirklich ein toller Gast war, und mit Philipp Mora, 2 so wirklich große Hollywood-Leute da hatten, wo dann die jungen Filmemacher auch so sich so ein bisschen nach umgucken und nach ausrichten. Und das ist sozusagen der besondere Reiz für die Leute, die das junge Kino machen, eben auch mal so ein paar Leute zu treffen, die schon was erlebt haben. Und die Jury, die bildet da immer so eine ganz gute Balance drin. Das hat sich in den letzten Jahren ja wirklich glänzend entwickelt. Deswegen, ich glaube, das wird schwer, wenn wir das nicht wieder auf die Beine stellen. 5 aufregende Tage, Filme, Empfänge, Partys und jetzt runterkommen?
Ja, bei uns ist das Filmfest noch nicht zu Ende. Morgen und übermorgen wird noch relativ stressig. Aber eins ist sicher, man kann wieder irgendwie so ein bisschen schlafen und irgendwie vielleicht auch vor Mitternacht schlafen gehen und dann vielleicht auch so nah an 8 Stunden Schlaf wieder rankommen. Also das ist gegeben, ganz klar. Aber morgen ist nochmal sehr hektisch, das ist klar. Runterkommen dauert noch ein paar Tage, glaube ich.